Okay, Leute, weiter geht's bei Let's Play Terranigma, dem dritten Part. Im letzten Part erst haben wir den dritten Turm. Ach, Quatsch. Wir sind im dritten Part und haben im letzten Part den ersten Turm geschafft. Ja, das wollte ich sagen. Und ohne große Umschweife möchten wir uns eigentlich auch direkt auf den Weg machen zum zweiten Turm. Weil wir sollen ja fünf bereisen. So wurde uns jedenfalls zugetragen. Ja, hier, das war der erste Turm. Und ich bin sehr beeindruckt von den ganzen positiven Kommentaren, die ich hier von euch bekommen habe. Das freut mich extrem. Ist das schon Turm 2? Jawohl, das ist Turm 2. Ja, im letzten Part haben wir es geschafft, Eurasien an die Oberfläche zurückkommen zu lassen, erscheinen zu lassen. Gut, unsere Energie hat sich nicht refreshed. Schön zu wissen. Ich glaube, die Dinger hier können wir hochheben. Natürlich können wir die hochheben, ja. Wir können auch mit den Dingern laufen, was ich sehr schön finde. Ist ja auch nicht bei jedem Spiel so, wenn ich ja so mal an Zelda denke. Huch! Oh, das war knapp. Ja, warten wir, bis er geschossen hat, damit wir nicht wieder geröstet werden. Übrigens ist es auch so, dass viele Gegner auf verschiedene Attacken anders reagieren. Das heißt, nicht immer ist die stärkste Attacke, also dieser Flug hier. Ich kann euch ja gerade mal zeigen, wie die Attacken heißen. Wo haben wir es denn? Bibliothek. Weil ich kenne die genauen Namen nicht mehr. Aber die können wir uns natürlich angucken. Attacken. Standard, Amok, hier können wir uns das Ganze mal sehen, ansehen. Auch das Einsatzgebiet, der Stich, das ist effektiv gegen schnelle Monster, das ist das, was ich meinte, was, ja, eigentlich meine Standardattacke sein wird. Der Wirbel, gegen fliegende Monster. Der Pflug, so hieß es, genau, gegen starke Monster. Und der Block, den habe ich euch noch nicht gezeigt, den kann ich euch aber jetzt zeigen, wenn ich hier wegkomme. Ich glaube, das geht mit L und R, jawohl. Damit können wir Projektile abblocken. Ja, dieses Geräusch, was ihr ja die ganze Zeit hört, das ist, wenn ich versuche, ein Item zu verwenden. Aber ich habe momentan ja keins ausgerüstet. Deswegen gibt es da dieses Brrrt-Geräusch. Gut, mittlerweile reicht es, oh wow. Reicht es auch, einmal mit dem Stich da durchzufliegen? Betrachtet die Statuen und die Juwelen in ihrer Stirn. Oh Gott, ich erinnere mich gerade an ein kommendes Ereignis in diesem Spiel. Was auch mit Juwelen zu tun hat. Und das ist alles andere als leicht. Da hatte ich sogar damals richtig Schiss vor. Ja, was ist mit den Juwelen gemeint? Wer weiß. Auf jeden Fall merken wir uns diesen Hinweis. Ja, hier zum Beispiel sind sie... rot. Und hier... grün. Hat das was zu bedeuten? Na komm, heb's hoch. Ich weiß es gerade leider echt nicht. So war es jedenfalls falsch. Alle sind grün. Und hier ist schon wieder was Rotes. Vielleicht schieben? Nein. Vielleicht... Ja genau, schieben können wir natürlich auch. Ja doch, so klappt's. Gut, dann gehen wir erstmal hier hoch. Und danach in die andere Richtung. Wir werden natürlich nichts unerkundet lassen. Und ich denke mal, mittlerweile stelle ich mich auch ein bisschen was besser an als beim ersten Mal. Beim ersten Part. Goldene Schalter. Was werden sie auslösen? Wir sind hier, um es herauszufinden. Wieso haben wir... Achso, ich glaube, jedes Mal, wenn wir eine Seele angesprochen haben... Goldene Schalter? Der ist eigentlich rot. Naja, ich glaube, jedes Mal, wenn wir eine Seele angesprochen haben, refresht sich unsere Energie. Und ich muss etwas gegen meine trockene Stimme machen. Ich habe Durst, Durst, Durst. Jemand hat es geschrieben. Ich werde das mit dem Level nicht übertreiben. Weil das schon ganz richtig gesagt wurde. Wenn es mit dem Level übertrieben wird, dann wird das Spiel extrem... Ne, ich will nicht sagen einfach, aber viele Kämpfe sind halt nicht mehr so spannend, wie sie hätten eigentlich sein sollen. Deswegen werde ich da wohl eine vernünftige... eine vernünftige Mischung für finden. Hoffe ich jedenfalls. Aber ich bin guter Dinge. Und ich denke mal, ja... Doch, das sollte irgendwie schon hinhauen. Oh, hier ist ein Magier, der uns... Ach, ich glaube, bei ihm hätte ich euch zeigen können, wie man blockt eine Heilknolle. Also, wie man blockt, ist klar, L und R gedrückt halten. Aber... Nee, ist der Schalter gedrückt. Aber, was wollte ich sagen? Ja, wie es aussieht. Moment, ich glaube, er schießt jedenfalls. Ja, habt ihr es gehört? Da ist das Geräusch, was normalerweise kommt, wenn mir ein Gegner... Der Magier starrt dich böse an. Nichts geschieht. Ja, ich glaube, durch diesen Blick können wir auch erstarren. Dann können wir uns eine Zeit lang nicht bewegen.
Was haben wir hier? Ja, ihr habt es also gesehen, ohne den Hinweis von der einen Seele wahrscheinlich nicht direkt offensichtlich, dass wir uns die, na komm, also Hebel betätigt man einfach mit draufschlagen, wenn man so will. Und ohne den einen Tipp dieser Seele hätten wir es wahrscheinlich nicht rausgefunden, was wir machen müssen. Ja, wichtig ist bei den Gegnern keinen direkten Augenkontakt zu haben. What? Ah ja, guck mal hier. Oh Gott, es ist angenehm, muss ich sagen. Von der Schwierigkeit her ist es wirklich, dass es sich linear steigert. Es ist am Anfang, selbst der Anfang ist eigentlich nicht leicht. Nein, das. So, das wäre der vierte von vier Schaltern. Und wir könnten endlich hier hoch. So, weitere Statuen. Sehen wir irgendwelche mit roten Dingern? Jawohl. Was wir genau machen müssen, ich weiß es noch nicht. Wahrscheinlich aber in die andere Richtung, oder? Vielleicht hätte ich es auch in die andere Richtung schieben können. Bin ich mir nicht sicher. Und ich glaube genau, das Pendant ist auf der anderen Seite. Ein weiterer Kristall. Kristalle sind eigentlich nicht zwingend notwendig in dem Spiel. Ich werde euch natürlich die ganzen verschiedenen Magien zeigen, aber wie gesagt, sie sind eigentlich nicht zwingend notwendig. Da ist der Wächter. Mal sehen, was er uns diesmal zu sagen hat. Ich glaube sogar, wir müssen vorher genau diesen Schalter betätigen, weil wir sonst durch dieses Tor nicht durchkommen. Wie wir das machen? So. Herzlichen Glückwunsch. Also, so soll es sein. Tritt ein. Was jetzt passiert, das könnt ihr sicherlich denken. Ich muss sagen, diese Atmosphäre hier, die hier geschaffen wird, die ist, finde ich, ziemlich beeindruckend. Auch hier wieder die musikalische Untermalung, das Grafische, das Optische. Und das ist auch nicht das letzte Mal, dass wir das sehen. Nein, ganz und gar nicht. Die Weltkarte bzw. die Oberwelt füllt sich weiter. Das müsste Australien dementsprechend sein. Es könnte aber auch von der Form her eher Afrika sein. Südamerika kehrt aus den Tiefen des Meeres an die Oberfläche zurück. Ja gut, dann ist es halt Südamerika. Von mir aus. Und wie bei dem ersten Kontinent auch hier, zwei weitere Seelen, die aus ihrer Eisestarre entfliehen können und wieder zurück zum Leben kehren. Das, wenn ich mich nicht täusche, sind das die beiden, die am Anfang auch vor der Tür mitstanden, die wir eingeschlagen haben. Die werden wir uns auch noch ansehen, beziehungsweise mit denen quatschen, aber nicht jetzt. Jetzt versuche ich noch den dritten Turm zu machen und in diesem Part unterzubringen. Also habt nicht den Eindruck, dass ich das Spiel rushen will, aber ich versuche halt dennoch schon was zu schaffen. Ja, das hier unten ist was ganz Wichtiges. Da werden wir aber noch zu gegebener Zeit drauf zurückkommen. Merkt euch einfach diesen Punkt. Er ist nicht umsonst da. Das müsste Turm 3 sein. Nein, das ist sogar erst Turm, schon Turm 4. Nö, 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 wir gehen dann natürlich chronologisch vor. Dann ist das Turm 3. Es hat, glaube ich, keinen wirklichen Effekt, in welcher Reihenfolge wir vorgehen. Lediglich Turm 5 muss der letzte sein und das lässt sich auch gar nicht anders. Ja, also es ist einfach der letzte. Es geht gar nicht anders. Warum das so ist, das zeige ich euch. Ich glaube, ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, man kann nicht runterfallen, aber mitunter täusche ich mich einfach. Zum Beispiel jetzt.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt stelle ich mich extrem blöd an. Falschen Knopf gedrückt, ja, cool. Richtigen Knopf gedrückt. Und erst 18 Energie verloren. Aber ich glaube mal, allzu lange soll es nicht mehr dauern, bis wir wieder... Wir können übrigens mit diesem Flug auch Gegner häufiger treffen. Ich denke mal, es sollte nicht mehr allzu lange dauern, bis wir wieder ein Level abkriegen. Wenn ich mich nicht täusche, sollte auf der anderen Seite nichts sein. Aber ich will's sehen. Gut, Gegner sind hier. Schaden tun die auch nicht. Jedenfalls kennt ihr jetzt ein neues Element. Man kann runterfallen. Yay. Übrigens, ja. Ich glaube, es ist auch ganz klug, wie gesagt. Das sagte ich im letzten Part bereits. Oh, hier geht's tatsächlich weiter. Alle Gegner zu killen. Weil dadurch ja durchaus Seelen resultieren können, die uns in irgendeiner Form behilflich sind. Weg hat sich also doch gelohnt. Wir haben einen weiteren Kristall erhalten. Übrigens zähle ich für diesen 100% Run nicht alle Kristalle einzusammeln. Die, wie gesagt, sind komplett optional, sind auch nicht story-relevant. Oh, das war knapp. Und werde ich deswegen also auch nicht in meine Wertung mit aufnehmen. Mal gerade im Ego-Spiegel gucken. 240 von 250. Gut, das heißt, wir kriegen wahrscheinlich jetzt bei den nächsten zwei Gegnern ein Level up. So, und ich würde gerne da unten hin. Nur, wie komme ich da hin? Wahrscheinlich nicht von hier, oder? Sehen wir uns an. Diese Gegner sind irgendwie... Ich mag sie nicht. Nö, ich mag sie nicht. Aber wir kriegen sie kaputt. Und das auch ohne größere Probleme. So, wenn er sich jetzt einrollt, genau, können wir ihn wieder nicht treffen. So hingegen schon. Hat noch nicht für ein Level abgereicht. Sollte aber... Oh! Ah ja, natürlich. Kann man ja drauf kommen. Ja, ich kann euch irgendwie was zeigen. Na, zeige ich euch bei den zwei Sperren am Rückweg. Hiermit können wir die einzelnen Plattformen bewegen. Das reicht sogar schon fast aus. Aber ich mach's mal auf dem richtigen Weg, wie es eigentlich hätte sein sollen. So. Und so kommen wir nachher auch wieder zurück. Ja gut, je nachdem... Genau, das wollte ich euch nämlich zeigen. Man kann einfach da durch. Und das ist, was ich meinte mit... Ja, in dieser... Wächter erscheint... Ark ist eingeschlafen. Wächter erschafft ein Vakuum. Und wir sind wieder am Eingang. Hey, cool, das wusste ich nicht mehr. Gut, nicht gut. Ich meinte, ich natürlich... Fick dich ins Knie. Natürlich war das völlig... nur um euch zu zeigen, was wir da machen können. Und natürlich, dass wir ein Level abkriegen. KP steigen um 8, Stärke um 1, Abwehr steigt um 1 und das Glück steigt um 1. Und mir wurde es verraten... das Glück ist für die Anzahl der Volltreffer verantwortlich. So, gut. Gucken wir also mal. Ach so komme ich hier hin. Cool. War zu offensichtlich, glaube ich. Wo ist das Ding hin? Das ist noch nicht tot. Eine Heilknolle. Dann gibt's auch bestimmt... Ne, auf der anderen Seite gibt's nichts. Gut, ja. Also, solche Items, wie gesagt, werde ich auch natürlich nicht dazu zählen zu einem 100% Run. Das sind halt... Heil-Items oder sowas, das ist Quatsch. Was ich halt versuchen werde, das sind natürlich die ganzen Waffen und die ganzen Rüstungen zu finden. Ich kann mich echt nicht an alle erinnern, aber ich denke mal, das sollte schon machbar sein. Vor allem nachher diese ganzen optionalen Dinge, die eigentlich das Spiel erst wirklich interessant machen. Ja, von mir aus. So, wo springe ich da? So, deshalb meinte ich. Gut, diesmal vielleicht nicht vom Wächter ansaugen lassen. Und vielleicht auch nicht versuchen, diesen zu besiegen. Dann klappt das auch. Ja, ja, Wächter erscheint. So, besiege ich die? Ja, ich denke schon. Ja, das wollte ich euch zeigen mit dem Flug. Wie gesagt, kann man Gegner doppelt erwischen. Ich glaube sogar mit dem Stich auch. Aber bei dem Stich bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Wow, 16, das war gut. Und man merkt also, wie stark diese Stärke Einfluss auf den Schaden hat. Ich meine, die Stärke ist um 1 gestiegen. Da erwartet man eigentlich nicht so viel. Nein! Geh weg! Ah, natürlich hätte ich das noch blocken können. Mit dem, Block. Lass das sein. Mach sowas nie wieder. So, was ist hier? Will ich da rein? Ich gucke mich erstmal weiter um. Werde natürlich vorher nochmal gerüstet. Wächter erscheint. Fuck you. So, blocken wir das mal. Ist eh nicht mehr da. Cool. Dann
machen wir uns auf den Weg durch dieses leuchtende Ding. Durch dieses Tor. Und was haben wir hier? Noch nicht allzu viel, so wie es scheint. Aber auch das Auge kann manchmal trügen. Oh, was haben wir hier? Ein Traumsiegel. Wofür das gut ist, schauen wir es uns in der Truhe an. Utensilien. Blockiert den Schlafzauber. Möchtest du das auswählen? Ja. Jetzt sehen wir es oben, wir haben es ausgerüstet. Das heißt, wir können nicht mehr eingeschläfert werden und dementsprechend also auch nicht in das Vakuum gesogen werden. Hätten wir vielleicht vorher mal gebraucht. Aber gut, lieber später als nie. Und durchfallen tut es ja auch nicht. Ein weiterer Kristall. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Kristall wir mittlerweile haben. Könnte ich mir bei Gelegenheit vielleicht mal angucken. Ach, Mist. Na komm. Ja, wenn ich immer hier bin, werde ich die Gegner natürlich auch besiegen. Das wäre ja sonst völliger Quatsch. Ich dachte, ich hätte es tatsächlich schon wieder verfehlt. So, und das müsste es gewesen sein, jawohl. Ja, mit dem Geld einsammeln kann man natürlich ein bisschen zimperlich sein, aber... was man hat, das hat man und das fällt auch sicherlich nicht durch. Wie in jedem Spiel, Geld zu viel haben kann man nicht. Eher zu wenig. Und da versuchen wir einfach mal entgegenzuwirken. So, den nächsten Schalter. Das nächste Tor. Was? Oh. Die hatte ich wohl vergessen, aber es waren einfach nur Gegner. Mit dem Namen Hubas. Ja, ganz offenbar sogar. So, da oben kommen wir, glaube ich, nicht durch. Wir müssen hier hin. Die Stimme des Wächters ertönt. Du hast wirklich großen Mut. Willst du in allen? So bestehe diese Prüfung. Schattenmagier erscheinen. Und ja, Schattenmagier war ein Trugbild. Ich habe vergessen, wie man die... Schattenmagier war ein Trugbild. Ich habe vergessen, wie man die nochmal unterscheidet. Ich glaube, je nach... War echt? Ich glaube, je nachdem, wer zuerst leuchtet, der obere müsste es jetzt zum Beispiel gewesen sein. Ich glaube, hier der. Ja. Auch wieder der obere. Schattenmagier war echt. So soll es sein. Tritt ein. Ja, lass mir das Geld doch noch da. Danke. War echt nicht nötig. Ich habe echt genug Geld, also... Und habt ihr eine Vermutung, was passiert? Was für ein Kontinent wird sein? Was wird wiederbelebt? Wie auch im, beim letzten Kontinent schon. Ihr seht also, dass die Erde schon weiter belebt ist. Wenn dieser Kontinent da ein bisschen dunkler wäre, dann hätte er die Form von meiner Lunge. Beziehungsweise dann wäre es wahrscheinlich meine Lunge. So. Ja, langsam aber stetig wird neues Leben erschaffen und die Erde wird wieder zum belebbaren Ort. Ebenso wie Krista, denn auch da werden jetzt wieder einige Menschen der Eisestarre entkommen sein. So, oben Eurasien, rechts, glaube ich, war Südamerika. Und als drittes auf der Reihe Afrika.
Afrika kehrt aus den Tiefen des Meeres an die Oberfläche zurück. Repräsentativ dafür drei weitere Menschen aus Krista, wie eingangs besprochen, darunter das Kind, was so gerne hüpft, mit ihrem Bruder und einer netten Magd. Leute, hier bedanke ich mich aber erstmal gut sein. Ich sage danke fürs Zugucken bei Terranigma. Wir sehen uns im nächsten Part mit Turm 4 und einem kurzen Besuch in der Stadt. Macht's gut!